Ja, vielen Dank. Das klingt erstmal sehr nüchtern. Statistische Analysen zu dem Thema der Kulturwirtschaft hier in der Metropole Ruhr. Ich kann Ihnen aber sagen, das ist eine sehr spannende Aufgabe, die wir da haben. Und zwar beschäftigen wir uns mit 15 Teilräumen in der Region. Wir beschäftigen uns in diesen Teilräumen mit 11 unterschiedlichen thematischen Bereichen. Und wir haben, um das überhaupt zu greifen oder transparent zu machen, insgesamt etwa ein Dutzend unterschiedlicher Datengrundlagen, die alle eine ganz eigene Systematik haben. Und in diesem Spannungsfeld versuchen wir jetzt so eine Art Mosaiksteinsystem für uns zu systematisieren. Was wissen wir überhaupt über die Kulturwirtschaft, über die Kreativwirtschaft in der Metropole Ruhr? Wie viele Personen sind das überhaupt? Und wir haben hier eine Übersicht gemacht, wo wir zunächst einmal, das können wir relativ verlässlich bisher schon sagen, aus den unterschiedlichen Datengrundlagen feststellen können, wir haben knapp 90.000 Erwerbstätige. Erwerbstätige heißt, die wirtschaften ganz unterschiedlich, auch in unterschiedlichen Themenbereichen, aber das sind erstmal die Personen, die wir insgesamt erfassen können in der gesamten Region. Und dann sehen Sie rechts in dem Säulendiagramm, die teilen sich schon mal auf in unterschiedliche Gruppierungen. Einmal da unten im Blau die Basis, 44%, das sind die Festangestellten, die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Das ist normalerweise der Bereich, der relativ transparent ist, den man gut erfassen kann. Und jetzt stellt sich ja schon die Frage, 44% von diesen rund 90.000, ist das viel, ist das wenig? Und da kommt man schon zu der ersten Erkenntnis, die Kreativwirtschaft nimmt das vorweg, was wir in der Gesamtwirtschaft derzeit erleben. Das heißt, wir haben ganz deutlich einen Rückgang dem Anteil, also der Quote der Festangestellten. Das ist ein kontinuierlicher Prozess. Der liegt aber, wenn wir die Gesamtwirtschaft nehmen, irgendwo schwankt er dann regional bei etwa 70% derzeit. Und das heißt, wir haben hier eine Branche oder wir haben hier einen Wirtschaftsbereich, der schon ganz andere Struktur und ganz andere Entwicklung hat als viele andere oder im Schnitt alle anderen Wirtschaftsbereiche. Dann stellt sich ja noch die Frage, 90.000 Erwerbstätige insgesamt, wie ordnet man das ein? Ist das jetzt viel oder ist das wenig für die Metropolregion? Und ich möchte an der Stelle sagen, das ist schon relativ viel. Und zwar sind das 4% aller Erwerbstätigen, die wir haben. Das kommt aber gleich noch, wenn wir zu den anderen Themenbereichen kommen. Dann haben wir natürlich eine ganze Reihe von Selbstständigen. Sie sehen da etwa 27.000, also rund 30% der Personen sind selbstständig tätig, die wir erfassen können. Und da stellt sich ja die Frage, Sie hatten es vorhin nochmal angesprochen, auch zwischen Frauen und Männern. Bei den Selbstständigen ist es so, in der Kreativwirtschaft, da haben wir einen höheren Frauenanteil. Bei den Festangestellten ist es leider noch nicht so. Da ist der Anteil bei 42%, also knapp unter dem Durchschnitt der Gesamtwirtschaft. Das heißt, die Kreativwirtschaft ist in ihrem kreativen, in ihrem selbstständigen Bereich eher weiblich dominiert und in dem klassischen Festangestelltenbereich noch eher männlich orientiert. Und dann kommen hinzu, neben den Selbstständigen noch die Minijobber, das sind etwa 23.000, das ist auch eine ganze Menge. Auch die unterteilen sich nicht gleichmäßig über alle Branchen, also in allen Branchen sind Minijobber natürlich vertreten. Minijobber, der Anteil der Minijobber ist gestiegen insgesamt, auch in den anderen Wirtschaftsbereichen, aber eben auch in unseren Kreativwirtschaftsteilbereichen. Minijobber besonders ausgeprägt finden wir sie in dem Bereich der Werbung, also dem klassischen Bereich, ohne den Designbereich. Dann hatten wir noch die Frage, oder beziehungsweise es gibt ein Vorurteil, Kreativwirtschaft wird ja häufig dann immer in Zusammenhang gebracht. Sie hatten es genannt, Herr Frey, im Thema soziale Integration oder beziehungsweise das soziale Thema der Beschäftigungseffekte. Das sind ja nur Teilzeitbeschäftigte, die wir dort haben. Das, was wir beobachten können, das, was wir aus den Statistiken entnehmen können, ist, dass der Anteil der Teilzeitbeschäftigten bei den Festangestellten ganz knapp nur, sogar ganz knapp drunter liegt unter dem, was wir in der Gesamtwirtschaft haben. Also das heißt, die Kreativwirtschaft ist kein Bereich, wo nur Teilzeitbeschäftigte wirtschaften. Dann stellt sich ja die Frage, was erwirtschaften die 90.000 Erwerbstätigen? Und da können wir erfassen aus der amtlichen Statistik, das ist das, was man üblicherweise auch immer heranzieht, aus den Umsatzsteuersstatistiken etwa 6 oder knapp über 6 Milliarden Euro. Da stellt sich wieder die Frage, in Relation zu den 90.000 Erwerbstätigen, ist das viel, ist das wenig? Das ist relativ wenig. Das sind nur 2% des gesamten Umsatzes, der getätigt wird. Und da kommen wir schon zu dem Kernproblem, mit dem wir es auch in der Kreativwirtschaft zu tun haben. Die Frage stellt sich nämlich, wen erfassen wir denn, wenn wir die Lieferungen und Leistungen, also die Umsätze beobachten? Und zwar sind das etwa 10.000 Unternehmen. Das sind die 10.000 Unternehmen, die eine bestimmte Umsatzschwelle übersteigen, damit die überhaupt amtlich erfasst werden. Die Umsatzschwelle liegt pro Jahr bei etwa 17.500 Euro. Das heißt, den Bereich können wir beobachten und das entspricht etwa diesen 6 Milliarden Leistungen, die wir da fassen. Also diesen 2% gegenüber diesem 4%-Anteil bei den Erwerbstätigen. Und darüber hinaus gibt es natürlich eine Grauzone, die wir nicht erfassen können, also nicht vom Umsatz her erfassen können. Aber auch die Personen sind wirtschaftlich aktiv und haben auch Gewerbe angemeldet. Und das ist eine Größenordnung, das wurde ja auch bereits genannt in den Studien von knapp über 20.000 in der Metropole.
Das heißt, wir haben hier vermutlich so eine Spannbreite, die irgendwo bis zu 100%, also gemessen an den amtlich erfassbaren Unternehmen ausmacht, die tatsächlich noch wirtschaften, die aber sehr kleinteilig wirtschaften, sodass sie unterhalb von dieser Schwelle fallen. Dann muss man natürlich in der Kreativwirtschaft betrachten, was haben wir für unterschiedliche Teilbereiche. Also die 11 Teilbereiche sind benannt worden. Hier sehen Sie die 11 Teilbereiche nochmal nebeneinander aufgelistet. Die unterschiedlichen Säulen, die Sie da sehen, die bilden ab einmal die Erwerbstätigen, einmal den Umsatz und einmal die Verteilung der Unternehmen, die wir erfassen können. Und Sie sehen, es ist nicht immer gleichmäßig, also nicht alle Wirtschaftsbereiche oder alle Teilbereiche der Kreativwirtschaft erwirtschaften im gleichen Maße Umsatz mit ihren Erwerbstätigen, sondern es sind Unterschiede. Ganz links angefangen vielleicht noch der klassischste Bereich, der normalen Wirtschaft am nächsten kommt, das Verlagsgewerbe. Da sehen Sie auch, ist der Umsatzanteil am höchsten. Das ist gleichzeitig der Bereich, der in der Vergangenheit durch Strukturwandel am stärksten verloren hat. Hier sind gleichzeitig relativ wenig Beschäftigte. Dann kommen wir zu den ganzen interessanten Bereichen, die liegen in der Mitte irgendwo. Ich möchte nicht im Einzelnen drauf eingehen, weil mein Kollege gleich mit meiner Uhr ist schon fast abgelaufen, Ihnen nochmal zu den Standortanforderungen was sagen will. Nur so viel vielleicht, dass wir die Interessanten in der Metropole Ruhr, die interessanten Teilbereiche im Designbereich zum Beispiel haben. Da konnten wir feststellen, dass hier die Dynamik sogar etwas stärker war als im Landesschnitt. Und was uns überrascht hatte, wir hatten es vermutet, dass eigentlich Essen so als Designstandort da maßgeblich ist. Und das war relativ gleich verteilt in der gesamten Region. Also in der gesamten Region passiert offensichtlich etwas in den größeren Städten, was im Landesschnitt nicht so in der Form passiert in den vergangenen Jahren. Dann vielleicht auch nochmal zu der Frage, nicht nur wie arbeiten die, sondern wie sind die Unternehmen organisiert? Und hier sehen wir, 40% der Unternehmen, die wir erfassen können, liegen in dieser Größenordnung unter 50.000 Euro. Das ist relativ viel. In der Gesamtwirtschaft sind es nur 27%. Das heißt, diese Unternehmensstruktur, selbst bei denjenigen, die über diese Schwelle fallen, ist nochmal sehr viel kleiner als in der Gesamtwirtschaft. Und wenn Sie dann noch praktisch die Unternehmen hinzupacken, die wir gar nicht erfassen können, die sehr viel weniger Umsatz erwirtschaften, aber in der Masse sehr viel ausmachen, dann können Sie sehen, wie kleinteilig und wie unterschiedlich auch strukturiert dieser Wirtschaftsbereich im Vergleich zu anderen Unternehmen ist. Bei den Großen, Sie sehen, es gibt natürlich auch einzelne große Player in der Metropole Ruhr, die machen aber, wenn wir die über 2 Millionen uns anschauen, also die mehr als 2 Millionen Umsatz erwirtschaften pro Jahr, knapp 2,6% aus, gegenüber 6% in der Gesamtwirtschaft. Das heißt, die Großen spielen keine große Rolle. Dann vielleicht noch als letzten Punkt die Entwicklungsdynamik. Das ist ja immer die Frage, was passiert eigentlich dort und was wir erkennen können in der Metropole Ruhr. Die Entwicklungsdynamik insgesamt ist etwas ausgeprägter, volatiler. Das heißt, in diesem Ozean von Wirtschaftsentwicklungen sind die Wellenbewegungen der Kulturwirtschaft deutlich ausgeprägter als in der Gesamtwirtschaft. Die reagiert schneller in der Talfahrt, natürlich entsprechend mit Entlassungen und in der Anstiegsphase wieder mit Beschäftigungseffekten. Dann haben wir uns nochmal angeschaut den Vergleich der Metropole mit der NRW insgesamt, der Kulturwirtschaft. Und da sehen wir, dass der Wellengang noch etwas ausgeprägter ist. Offensichtlich sind wir hier in der Metropole Ruhr bei den Unternehmen noch etwas konjunkturanfälliger. Ist natürlich in der rezessiven Phase relativ negativ, aber in der positiven Phase bedeutet das auch wieder eine durchaus stärkere Dynamik und einen Beschäftigungszuwachs. Hat natürlich auch wieder Konsequenzen auf die Standortanforderungen und auf die Frage, was können Unternehmen anbieten. Und Sie sehen dann noch verschiedene Zahlen zu der Entwicklung. Das ist insgesamt relativ positiv. Ist, sehen Sie eben nicht nur an den Minijobbern, auch an der Zahl der Unternehmen und auch an dem Anstieg des Umsatzes. Und das vielleicht nur noch einschränkend bemerkt, das, was wir erfassen können mit dem Umsatz, ist nur ein Teilbereich. Also das heißt, dahinter steckt noch ein Umsatzvolumen, das vielleicht nicht sehr groß ist, aber das insgesamt vielen Leuten Beschäftigung gibt und diese vielen Leute, die auch alle bestimmte Arten von Standortanforderungen haben, in denen sie wirtschaften können. An der Stelle möchte ich auch schon mal mich bedanken und dann an meinen Kollegen weitergeben.